Ja Leute, ich sage hallo direkt vom Wasser. Ich begrüße euch zu einem weiteren Unboxing. Ich habe euch heute schon was vorweggenommen, und zwar habe ich das Paket schon aufgeschnitten, weil das war so ein riesengroßes Paket und da waren noch viele andere Sachen drin. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich euch heute hier am Wasser eine Route vorstelle aus dem Hause Sportex. Und zwar ist es eine Spinnroute. Und das gute Stück heißt Team Waller Spin. Und da ich ein Fan von relativ kurzen Routen bin, habe ich mir die in 2,50 Meter schicken lassen, weil ich der Meinung bin, dass man mit einer 2,50 Meter Spinnroute sowohl, wenn man vom Boot fischt, als auch, wenn man vom Ufer fischt, gut ausgestattet ist. Ja, zur Firma Sportex muss man eigentlich nichts sagen. Made in Germany oder Germany steht drauf. Ich verbinde das immer mit Qualität. Made in Germany. Und wenn ich so viele Jahre zurückblicke, war auch wirklich die Firma Sportex die Firma, die uns die erste wirkliche Wallerroute geschenkt hatte. Die hieß zwar damals nicht Wallerroute, sondern das waren damals die Honiggelben, eine komplette Glasfaserroute in der gelben Optik. Ich glaube, die gab es als Modell Volga und Beluga, wenn ich mich nicht täusche. Also Volga auf jeden Fall, ob Beluga weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Das waren damals die ersten Routen, die ich auch zum stationären Wallerfischen eingesetzt habe. Und deswegen finde ich es umso geiler, dass es heute, viele Jahre später, immer noch Wallerrouten aus dem Hause Sportex gibt. Und ich werde die jetzt einfach mal auspacken und mit euch zusammen anschauen. So, also Stofffutteral Standard. Eine zweigeteilte Spinnroute. Also nochmal der Richtigkeit halber, das gute Stück heißt Team Waller Z Spin Light und ist wie gesagt, die Route ist wie gesagt 250 cm, also 2,5 Meter, hat ein Wurfgewicht ausgewiesen von 80 bis 150 Gramm und das reicht auf jeden Fall aus, um die meisten gängigen Spinnköder auf Distanz zu bringen. Ja, bei der Spinnroute, ich denke halt immer bei der Spinnroute, wenn ich schon Spinnfischen gehe, dann will ich keinen Prügel in der Hand haben, dann will ich eigentlich auch leichtes Material in der Hand haben. Deswegen wähle ich da auch immer so die leichteste Rute, die es im Sortiment gibt, weil Spinnfischen soll immer noch Spaß machen, das soll man einfach mal zwischendurch machen können. Und ich finde das da immer sehr anstrengend, wenn man ein Gerät dabei hat, bei dem einem nach 10 Minuten schon der Rücken schmerzt. Also, ich stecke die gute mal zusammen. So. Also, erster Eindruck, die Route ist sehr leicht, absolut, würde ich sagen, sind moderne Materialien verbaut. Also ich denke, das ist ein Carbon-Blank, der hier nochmal diese Kreuzwicklung erhalten hat. Wahrscheinlich dient das Sicherheitszwecken. Was das jetzt genau ist, welches Material das jetzt genau ist, weiß ich nicht, da müsste man im Hause Sportex mal nachfragen. Aber ich denke, dass man sich auf jeden Fall darauf verlassen kann, dass die Route solide und haltbar gebaut ist. Ja, die Firma Sportex setzt beim Vorgriff auf einen bewährten Korkgriff. Da ist jetzt noch eine Folie drüber. Natürlich sollte man die zum Fischen entfernen. Der Rückgriff ist aus ganz festem Duplon. Wir haben eine Duplon-Abschlusskappe und hier ein Fuji Schraubrollenhalter. Ich denke, das ist ein DPS und vermutlich vom Durchmesser müsste das ein 18er sein. Wenn ich mich nicht täusche, ist das ein 18er Fuji DPS Schraubrollenhalter in schwarzer Optik. So, ansonsten haben wir hier auf dem grauen Blank rote Zierwicklungen. Die dienen lediglich der Optik. Die Ringe sind schwarz gewickelt, eben auch mit jeweils einem roten Zierrand. Das sind solide Zweistegringe, auf jeden Fall mit Sickeinlage. Zur heutigen Zeit fischt fast jeder mit geflochtener Schnur, deswegen
ist eine SICK-Einlage auf jeden Fall empfehlenswert. Und hier sehen wir, dass Sportex keine Unterwicklung verbaut. Ich weiß, das ist überhaupt kein Nachteil, im Gegenteil. Mittlerweile haben die Blanks einfach eine gute Qualität und wenn der Rutenbauer, in dem Fall die Firma Sportex, die Ringe sauber anschleift und gerade ausrichtet, dann ist das auf keinen Fall ein Nachteil. Dann wird sich auf dem Blank nichts tun, es wird nicht zu Kratzern oder einer Sollbruchstelle kommen, wie man das oft vermutet. Das ist ja auch oft der Grund, warum man sagt, man möchte eine Unterwicklung haben. Ja. Ich weiß, dass die Unterwicklung oftmals die Aktion von der Rute verändert. Oder besser gesagt, alles, was wir zusätzlich auf dem Blank anbringen, an Gewicht, in dem Fall hat ja eine Unterwicklung, beziehungsweise der Lack, den wir dann auf die Unterwicklung auftragen, zusätzlichen Gewicht. Das wird die Rutenaktion verändern und man sagt, durch dieses zusätzliche Gewicht auf dem Blank wird die Rutenaktion langsamer. Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch bei der Spinnrute nicht gewollt und deswegen hat man hier auf die Unterwicklung verzichtet, was ich persönlich nicht als Nachteil empfinde. So, da ich hier am Wasser bin und auch die Rute einfach mal werfen möchte, habe ich mir hier eine Rolle mitgebracht. Sportex hat mir Schnur mitgeschickt, in dem Fall die Climax Kult Catfish X-Cast. Ich habe gesagt, mir reicht eine 28 mm Stärke und die Farbe ist orange. Ich werde die gleich aufspulen, wir werden einen Köder montieren und dann werde ich auf jeden Fall mit dem guten Stück auch mal ein paar Würfe machen, damit unser erster Eindruck auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gehalt bekommt. Ja, so, also wir haben die Rolle montiert, die Schnur ist montiert, ich habe sogar einen Köder montiert und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das gute Stück sich werfen lässt. Vielleicht noch eine Information für euch. Ich habe wie gesagt die kurze Variante in 2,50 m. Die gibt es auch noch als 2,70 m Ausführung und auch in der 3 Meter Länge. Und ich denke, ihr entscheidet natürlich je nach Geschmack und Vorliebe, für welches Modell ihr euch entscheidet. Ja, das war es heute wieder von mir vom Wasser. Ich werde jetzt noch ein paar Würfe mit der neuen Sportex-Route machen und ich möchte euch einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir auch in Zukunft weiterhin unsere Unboxings hier in dem Format auf Catzilla TV für euch produzieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr immer wieder mal vorbeischaut und damit ihr nichts verpasst, ist es natürlich wichtig, dass ihr unseren Kanal abonniert und ganz wichtig natürlich auch unsere Glocke betätigt, damit ihr immer dann eine Information bekommt, wenn wir ein neues Video online stellen. Und zu allerletzt natürlich nochmal der Hinweis, dass wir auch die Rute wieder verlosen. Die Rolle bleibt bei mir, die Rute ist für euch. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar direkt hier unter das Video schreiben. Schreibt mir, wofür ihr die Rute einsetzen möchtet, was ihr damit machen wollt. Und wer weiß, vielleicht seid ihr schon demnächst stolzer Besitzer von einer Sportex Team Waller Z-Spin Light in 2,50 m. Und auf jeden Fall wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg am Wasser. Viele Grüße, euer Sven. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ja, eigentlich war ich ja schon fertig und wollte auch nichts mehr weiter sagen, aber jetzt habe ich ein paar Würfe gemacht und ich muss noch was sagen, weil die Rute ist echt mega leicht und es macht echt Spaß mit der zu werfen und ich bin wirklich auch gespannt auf den ersten Fisch damit. Das ist uns natürlich jetzt nicht gelungen. Es ging ja jetzt eher darum, euch die Rute vorzustellen, also quasi Demonstrationszwecke. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich werde noch mal mit der Rute ein bisschen fischen, jetzt wenn die Kamera aus ist und vielleicht habe ich ja Glück und fange noch einen. Jo, das war's, bis bald, ciao.